Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Noch immer in der fauchenden Ödnis unterwegs. Wagen wir uns an den nächsten Riss. Doch vorher meine ich doch, hier gerade was zu erkennen, was ich auf irgendeiner Skizze gesehen habe. Nee, das nicht. Das haben wir schon. Das fehlt noch. Das haben wir schon. Das. Aber irgendwie nicht so ganz, ne? Wir behalten das mal im Auge. Wir machen erstmal den Riss und behalten es dann im Auge. Nein. Lass mich dich töten. Jetzt ist der einen Schlag ausgewichen. Zack. Nein. So, komm. Dash. Meine Fresse. Noch einer? Dorian. Nimm halt mal den hier bei Varric, dass der nicht gleich da irgendwas an der Backe hat. So. Oh, wie er immer, er hat aber auch Talent, muss ich jetzt mal sagen. Immer dem zweiten Hieb vom Todesstoß gekonnt auszuweichen. Die Sau. Hallo. Und tschüss. Das lief doch mal lässig, außer dass Varric ein bisschen was abgekriegt hat. Aber ansonsten lief das doch fast tadellos. So, und jetzt? Und jetzt? Sind wir hier und gehen auf jeden Fall zum nächsten Lager. Ja. Dann gibt's hier noch einen Riss und hier gibt's finde und töte eine legendäre Bestie. Durchsuche das als Wachturm bekannte Venatoria. Das ist, glaube ich, ein verhältnismäßig großes Lager. Das ist überhaupt keine Quest, offenbar. Okay. Ach so, ja. Ich bin, okay. Alles gut. Und hier ist noch ein Lager. Und ja. Gut. Ja, dann erstmal das Lager, ne? Kümmern wir uns erstmal um den Osten. Erstmal gen Osten. So. Oh, und ist das etwa... ist das etwa noch eine Höhle? Also ein Grab? Sollte das wirklich so einfach sein? Gewesen sein? Mit den Gräbern? Also, dass einige davon zumindest in der Nähe von Lagern sind? Was ist das für ein dunkler Fleck? Aha, einfach nur eine komische Schattierung. Alles klar. Ja, hier ist, ja, nix, ne? Deswegen. Zack. Einfach mal Lager aufschlagen. Inquisitor. Hallo. Macht plus 1 und wir sind schon bei 201 Macht. Ich finde, sie hätten noch was einbauen können, dass man sich, dass die Vielspieler diese überschüssige Macht noch irgendwie ausgeben können. Also zumindest meine ich, dass es da nichts gibt.
Zumindest kann ich mich ja nichts erinnern. Oder habe ja auch jetzt im Let's Play noch nichts gefunden. Könnte das sein, wa? Vollständig verschüttet. Was jetzt? Die Venatori wollen in diese Gräber. Sehen wir uns mal um. Ruhig bleiben, Vielleicht Cassandra. Haben sie einen anderen Zugang gefunden. Eine staubige Notiz. Silanus. 4 Sklaven verletzt und 10 unter den Felsen zerquetscht. Wir können diesen Eingang nicht mit 50 Mann freilegen, wenn wir weiterhin solche Verluste haben. Ich schlage vor, wir graben von oben. Nur so erreichen wir das Grab ohne Gefahr eines weiteren Felssturzes. Hinterlasst diese Notiz auch den anderen. Ich muss den Aufseher informieren, dass wir jetzt weniger schaffen. Deverenix. Klingt wie ein Bewohner von Gallien. Ja, ach, guck mal. Guck mal. Zack. Eine blockierte Tür. Eine blockierte Tür ist also eine Sehenswürdigkeit. Na gut. Zwergischer Spielzeugsoldat. Auch das soll mir recht sein. Gucken. Gucken, was da ist. Ist das oben? Oh, ich sehe schon ein Okular. Ich habe gerade irgendein schleimiges Geräusch gehört. So ein Vandalaria. Aber ich habe mich wohl getäuscht. So, Frage ist, offenbart uns das zweite Okular mehr Scherben als nur 2. Entdeckte Regionen, schattige Berge. Hier ist es immer schattig, denn es ist Nacht gerade. Und da es hier keinen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel gibt, ist es hier in diesem Gebiet auch immer Nacht. Glaube ich. Das glaube ich musste ich jetzt noch anhängen, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin. So, ja gut, unendliche Weiten. Und hier geht's nicht lang. Komme ich hier hoch? Auch nicht. Na gut. Dann gehe ich halt noch eins weiter. Wenn dich das glücklich macht, liebes Spiel, dann will ich diesem Glück nicht im Wege stehen. Vandalaria. Was ist das für ein Symbol auf den Flaggen? Es sieht aus wie eine Faust, die eine Schlange festhält. Hier sind Gegnerz. Nimmer Wiedersehen. Genauso wie die. Wer hat die gerade getötet? Ist das wieder irgendeine Fähigkeit, die ich geskillt habe und wo ich wieder nicht richtig mitgekriegt habe, wie sie funktioniert, hä? Das würde ja passen zu mir. Oh, Vorsicht, aua! Wollte gerade noch sagen, Vorsicht. Vorsicht, er rastet aus. Bist du. Hier der Boss. Einer weniger. Ja, ist richtig. So, plündern wir uns erstmal durch die Gegend. Hier gibt's ein bisschen Gold. Du bist hier offenbar der Boss gewesen, oder? Deswegen hast du ein großes Waffenbruchstück dabei. Wow. Karte konsultieren. Ist das ein Grab? Yes. Yes, it is. Ui. Sehr schön. Aber erstmal kurz zum Okular. Drei offenbart es uns. Dann hat das andere wahrscheinlich auch noch 3. Ah, eins direkt beim Lager. Das ist schon mal einfach. What? Okay, eins direkt am Hang.
Ja, und in der Luft ist bestimmt eins. Bestimmt. Vielleicht. Man weiß ja nie. Vielleicht direkt vor unseren Füßen. Nö. Da. Nö, sah gerade so aus. Dann vielleicht. Ja, Kruzifix, da wirst du ja bekloppt. Wo ist denn das? Aha. 3. Das ist das gleiche wie eben? Naja. Ist auch wurscht. Die sind auf der Karte markiert. Und wir werden sie irgendwann bestimmt auch einsammeln. So, bevor ich jetzt hier irgendwo reingehe, will ich mich hier im Lager erst nochmal umschauen. Aha. Notiz aus dem stummen Viertel. Selanus. Ich werde beobachtet, wenn der Rest des Lagers schläft oder am Tag, wenn die Tiere ruhen. Die alten Zwerge, die hier gelebt haben, wussten nichts davon, da sie taub sind für das Lied des Nichts. Aber der Schleier in der Ödnis muss schon sehr dünn gewesen sein, bevor der Älteste den Himmel in zwei gerissen hat. Beobachtet darum Korix. Euer Vetter ist seit unserer Ankunft verdächtig ruhig. Außerdem wurde er gesehen, wie er nachts das Lager des Aufsehers verlassen hat. Sagt nichts, aber folgt ihm das nächste Mal und erstattet mir Bericht. Magister Gallus. Todeswurzel. Und noch was zum Plündern. Ring der verbesserten Konterhaltung. Das ist nur noch Vandalaria. Ist bei den Kisten noch was? Können wir die gleich einsammeln? Nee. Gut, dann drittes Grab. Das ist gut. 3 von 5 haben wir schon. Das ist, das freut mich. Aha. Hinunterklettern. Ich gebe zu, für eine Ödnis ist das hier doch äußerst lebendig. Findest du, Dorian, finde ich nicht. Ja, was ist es? 5 von 8 gefundene Seiten, sehr schön. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich es schaffe, alle Seiten zu finden. Das würde mich wohl freuen. Plündern. Eine zwergische Plattenrüstung. Vulkangold. Na dann, Marin hier. Kurzer Grafikbug. Glitch, was auch immer. Alter, wie tief dieses Grab unter der, beziehungsweise nicht unter der Erde, sondern im Berg drin ist. Wir sind ja schon ein ganzes Stück nach oben gelaufen, um hier überhaupt hinzukommen. Und das ist, muss ja einfach komplett im Berg drin sein. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, wenn ich hier diese ganzen Feuerstellen anstecke. Boah, hier geht's noch tiefer runter. Krass, krass, krass. Aha. Aha, jede Menge hier hinten noch. So, okay. Oh, da ist eine Rune an der Wand. Da ist eine Rune an der Wand. Zwergischer Spielzeugsoldat. Hallo. Plan erhalten, ausgezeichnete Feuerrune. Oh, ich hoffe nicht, dass es in jedem Grab eine Rune gab. Das reimt sich. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass wir hier diese die ausgezeichneten Runenpläne finden. Feuerrune, Frostrune, Dämonenrune, Reinigungsrune, weiß der Geier was für eine Rune. Das, ja. So, wir aktivieren hier nochmal so ein Ding, auch wenn wir das nicht mehr brauchen. Vielleicht freut sich Solus ja trotzdem noch. So. Hier ist nichts, hier ist ein Mosaikteil. 3 von 12. Von Opfer. Hey, du Opfer. So.
Oh, robuster Harnisch. Habe ich da gerade gesehen. Aber das ist doch nicht nur ein Grab. Das ist überhaupt gar nicht so ein Rätselgrab, oder was? Sondern nur ein Grab für dieses elfische Relikt, was wir gerade aktiviert haben. Sehe ich das richtig? Nee, sehe ich nicht, weil es hier weitergeht. Ja. Dann sehe ich es doch richtig, weil es hier nicht weitergeht. Schade. Dann sind also nicht alle Gräber, die wir finden, auch Rätselgräber. Warum ist dann hier unten ein Schleierfeuer? Soll das verwirren? Wenn ja, hat es funktioniert. Liebe Entwickler, wenn ja, hat es definitiv funktioniert. Entschuldigung, dass ich hier jetzt das fünfte Mal langlaufe, aber es kommt mir so spawnies vor, das Ganze hier. Aber hier ist nichts. Manu. Ja. Dann ist hier wohl nichts. Dann war das Grab zum einen für die Rune. Dann bin ich mir aber relativ sicher, dass in den Rätselgräbern nicht zwingend irgendwo Runen waren. Sondern tatsächlich, dass das mit der Rune hier eine Ausnahme war, weil eben das Grab auch eins war, wo wir nur ein elfisches Relikt aktivieren mussten und nicht noch ein Rätsel lösen. Okay, aber das kann doch... Nee, das ist jetzt auch kein Grab, was auf den Skizzen eingezeichnet war. Also für ein elfisches Relikt ist das ein ganz schön weiter Weg, sag ich mal. Und ist das ganz schön gut... Ja gut, versteckt ist es ja im Endeffekt nicht, ne? Man folgt hier halt dem Weg. Und fällt ja irgendwann quasi auf das elfische Relikt. Guti! Dann mal die Fackel löschen, indem wir einfach mal kurz attackieren. Dann ist jetzt die Frage, kümmern wir uns erstmal um den Riss? Also erstmal reise ich noch zurück zum Lager. Sammle die Scherbe, die da in der Nähe ist, noch ein. Inquisitor. Ja, ja, ist ja gut. Und dann werden wir beim nächsten Mal die anderen beiden Scherben noch einsammeln, natürlich. Und... Ja, dann bin ich ja fast geneigt, erstmal den Riss anzugehen. Wobei es eigentlich egal ist. Mal gucken. Ne, wir gehen beim nächsten Mal, wenn wir die beiden Scherben einsammeln, müssen wir sowieso wieder hier hochgehen. Also beim nächsten Mal erklimmen wir nochmal die schattigen Berge und gehen noch ein Stück weiter hoch und gucken mal, was uns dort noch alles erwartet. Bis hierher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.